Es ist schon morgen. Was für ein Traum. Was für ein Tag das war. Ich fühle mich doch immer schrecklich, wegen Miss Godwin. Nun ja, ich brauche etwas Kaffee, um munter zu werden. Gut, wir brauchen also einen Kaffee. Mann, was für ein Auftakt. Huiuiuiui. Wofür das Spiel wohl noch hin? Was ist das hier? Ich brauche erst einen Kaffee. Anziehen kann ich mich später. Das Dach ist kaputt. Ich bin froh, dass es heute nicht regnet. Lausige Wohnung. Alle Arten von seltsamem Kram hier drin. Aha. Gehen wir hier rein. Hey, kann man hier drin speichern? Okay, ich speichere den Fortschritt. Sehr schön. So, wir müssen Kaffee suchen. Ist das Kaffee? Wer? Warum habe ich überhaupt diese Schubfächer? Das frage ich mich aber auch. Zuerst Kaffee. Ja, dann suchen wir meinen Kaffee. Hier wird doch irgendwo eine Kaffeemaschine rumstehen. Ah. Kaffee. Okay. Ich benötige etwas Wasser für den Kaffee. Ich nehme die Kaffeekanne zum Wasser holen. Lalalala. Hier gibt es bestimmt Wasser. Na, sage ich doch. Vielleicht gibt es hier etwas Wasser. Ach, ich schwick. Kaffee. Und es hat angefangen zu regnen. Im Ernst? Ich schwöre, das ist einer dieser Morgen. Hat er jetzt eigentlich Kaffee? Wasser? Achso, na, dann gehen wir mal zurück ins Schlafzimmer. Da hatten wir doch das Leck im Dach. Vielleicht bekommen wir da dort etwas Wasser her. Na, sage ich doch. Bin mir nicht sicher, wie hygienisch das ist. Aber ein Mann braucht seinen Kaffee. Das sage ich ja auch. So, nun habe ich etwas Wasser. Dann werden wir uns jetzt mal ein lecker schmecker Käffchen kochen. Zack, endlich. Ich mache das Wasser da rein. Okay, ein wenig in die Röhre klotzen, während der Kaffee kocht. Röhre? Wo ist denn der Fernseher? Habt ihr irgendwo einen Fernseher gesehen? Ich? Nee, ach, nee. Ah, hier, dort, oder? Hier, das? Ja. Ach ja, es ist Gewitter. Ich sollte es lieber nicht riskieren. Was? Was war das? Was war das? Säuft ihr mir meinen Kaffee? Ich werde zur Sau. Ich denke, es kommt aus dem Bad. Nunu, ich muss geduldig sein. Nichts hier. Muss meine Einbildung sein. Der Kaffee sollte nun fertig sein. Wer sind die denn? Hallo? Hey, was ist meine Wohnung? Du hast recht, meine Liebe. Wie verrückt der Tag doch war. Oh, schau, mein Lieber, es ist unser kleiner Junge. Ich kann sehen, Schatz. Es macht doch nichts, dass wir uns Kaffee genommen haben, Allerdings schmeckt er etwas seltsam. Nein, überhaupt nicht. Hä? Was ist, geht hier ab? Bist du in Ordnung, Liebling? Du siehst so blass aus. Solltest du nicht, du weißt schon, tot sein? Oh, natürlich sind wir tot. Verrückt, etwas zu sagen. Aber auch wenn wir lange Zeit tot sind, macht es dich doch noch verrückt, unsere Worte der Weisheit zu hören? Ich denke nicht. Und genau deswegen sind wir hier. So, höre uns an und lass dein Gewissen sprechen. Hört sich vernünftig an. Wir hörten einige nun unschöne Dinge über dich, Liebling. Das ist richtig. Wir machen uns Sorgen. Ich und dein Vater. Wirst du gierig? Wirst du gierig, Sohn? Es ist doch nicht zu spät für eine Änderung. Schau, ich bin nicht stolz auf... Ich bin nicht stolz auf einige Dinge, die ich getan habe. Aber seht euch die Wohnung an. Ich möchte erfolgreich sein in meinem Leben und dafür verkauft er seine Seele. Wir verstehen, Sohn. Aber auf Kosten anderer Leute? Versuch's mal mit Arbeit, du Idiot. Denk darüber nach, Sohn. Du bist besser als das. Ich weiß nicht. Ich habe hart dafür gearbeitet. Was passiert nun? Ich suche doch Mrs. Godwin. Ist dies die richtige Adresse? Hä? Was? Was zur Hölle passiert hier? Das frage ich mich jetzt aber auch gerade. Hä? Okay, wir speichern nochmal. Irgendwie war ich jetzt langsam verrückt hier. Der Kaffee ist weg. Okay, der scheint durchzudrehen, weil es irgendwie mit seinem Gewissen irgendwie doch nicht vereinbaren kann, was er hier tut. Gehe ich zumindest von aus. Bleib ruhig.
Es ist nur dein Verstand, der mir übel zusetzt. Ja, das muss es sein. Okay, ich zieh mich besser an. Wie intensiv dieses Spiel ist. Wow. Es war sehr hart gestern. Aber ich entschied mich, weiterzumachen. Aber ich muss immer noch an Miss Goodwin denken. Wie auch immer, Mr. Taylor war der nächste Name auf meiner Liste. Er lebt in einem Wald als Einsiedler. Er hat keine Schulden, aber die Stadt wollte sein Grundstück. Sie bauen eine Autobahn dort. Ich fuhr zu ihm, um seinen Besitz zu beschlagnahmen. So, wo ist denn der? So, jetzt kommen wir mal hin und nehmen auch alles weg. Das sieht wirklich ein bisschen aus wie SpongeBob, oder? Kein Zutritt für Unbefugte. Aber ich bin doch befugt. Ich bin doch der Pfänder vom Dienst. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt hier wieder passiert. Aber bestimmt gleich wieder erschrecken. Seine Hütte sollte hier irgendwo sein. Monkey Island! Ah, wir können speichern. Okay, ich speichere den Fortschritt. Sehr schön. Ah, hier ist es. Die Musik ist sehr vertrauenserweckend. Und es erinnert mich irgendwie so ein bisschen wie an Tanz der Teufel. Hier ist Bryce. Ich suche nach Mr. Taylor. Hallo? Entweder er ist nicht zu Hause oder er ignoriert mich ganz einfach. Ich muss mit ihm reden. Verschlossen. Halt! Es ist ein Stapel mit Feuerholz. Ach, nochmal hinten. Verschlossen. Also er verkauft wirklich seine Seele an den Teufel bloß für dieses scheiß Geld. Hey, das scheint doch zu sein. Hallo, mein Freund. Hallo. Sie müssen Mr. Taylor sein? Ja, das bin ich. Mein Name ist Price, nett Ihre Bekanntschaft zu machen. Hören Sie auf damit und lassen Sie mich Ihre Drohungen hören. Ich weiß, warum Sie hier sind. Drohungen? Nein, nein, wie wäre es mit Argumenten? Sehen Sie, die Stadt möchte hier eine Autobahn bauen. Das würde viele neue Leute und Touristen in die Stadt bringen. Und auch viel Geld, oder sehe ich das falsch? Nun, das ist genau das Problem mit Leuten wie... das ist genau das Problem mit Leuten wie euch. Blah, ihr kotzt mich an. Geld, Geld ist euer König, nur des schnöden Mammons wegen. Was denn mit Gefühl? Dies ist mein Zuhause. So, es war ein sehr langer Tag heute. Es ist schon alles vorbereitet. Und vergessen Sie nicht, Sie werden großzügig entschädigt. Und wenn Sie sich weigern, müssen wir Ihren Besitz enteignen. Ich denke, dass mir keine Wahl bleibt, als mich zu beugen, hä? Ja, Sie haben mich. Ich hoffe, Sie sind nun glücklich, Sie Bastard. Es tut mir leid so. Als Maul. Sorry, Junge. Ich weiß, Sie machen nur Ihre verdammte Arbeit. Nur Ihre Scheißarbeit. Sir, wenn es etwas gibt, das ich für Sie tun kann. Ah, da gibt's schon was. Es wird kühl hier draußen. Gib mir deine Haut. Lassen Sie uns in meine Hütte gehen und weiterreden. Ja, nehmen Sie diesen Schlüssel. Ich folge in Kürze. Oh, und wenn Sie schon da sind, können Sie Feuer im Kamin machen. Natürlich. Danke, Sir. Okay. Kommt gleich der nächste Horrortrip? Dann gehen wir mal hier vor. Hier haben wir Feuerholz. Ja. Warum das leer ist? Ich nehme etwas Feuerholz mit. Okay. Wir haben immer drei. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Ah, wir haben immer drei Slots. Sehr vertrauenserweckend. Hier ist doch schon wieder alles so. Knusprig düster. Ich lege das Feuerholz hier hin. Nur Asche hier. Ich muss Feuer machen. Da ist natürlich nichts. Sehr vertrauenserweckend.
Kann man nichts gegen sorgen. Halt. Ah, da war was. Eieiei. Und sowas bei Sturmspielen ist immer geil. Hundefutter und Wasserschüsseln. Nichts Interessantes hier. Was ist das für eine Riesenhütte? Hier ist etwas. Streichhölzer, perfekt. Das wird doch nicht funktionieren. Es ist verschlossen. Ich bin schon jetzt gelandet. Es ist ein Hundebett. Es riecht seltsam, ekelhaft. Ein Papierkorb voll mit Papier. Dann nimm doch was mit davon. Kreuzworträtsel, Suchworte, Ermbock voll Rätseleien. Na okay, dann müssen wir zurück. Ah ne, wir müssen hier doch lang. Na. Genau. Video? Ich glaube, ne? Oh nein, wir können speichern. Cool. Okay, ich speichere den Fortschritt. Es ist eine Badewanne. Von ihr geht ein strenger Geruch aus. Lang nicht mehr gebaut, da Gute. Boah, das ist wirklich intensiv, das Spiel. Meine Fresse. Ich weiß nicht, ob es jetzt so im Let's Play rüberkommt. Aber hier gerade eben, es ist wirklich sehr intensiv. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es anschaut. Ah, endlich. Verdammt. Das Feuerholz ist feucht. Ich brauche etwas, um es leichter anzuzünden. Etwas Papier vielleicht. Willst du mich jetzt verscheißern? Da war vor uns ein Papierkorb. Also zurück ins Boot. Na gut. Also wieder auf ins Boot. So, das war hier, glaube ich. Nee. Doof, wo ist das Boot? Ich bin doof, ne? Es war da draußen. Ah, oh, bin ich denn wirklich blöd, ne? So. Na, sag ich doch. Okay, ich speichere. Es ist eine Badewanne von irgendeinem starken Geruch. Ah, ne, es war nicht ein Boot. Ey, wo hatte ich das kurzes Papier gesehen? Ach, bin ich doof. Da war doch irgendwo ein Papierkorb mit Papier. Verdammt. War das vielleicht der Hund? Und jetzt bin ich wieder hier. Was sind das für ein Labyrinth, sag mal? Ach ja. Papier. Ich werde das Papier zum Anzünden nehmen. Das machst du ordentlich. Hier flackert schon wieder so lustig. So. Na, dann können wir gleich hier langlaufen. Und da sind wir gleich wieder im Wohnzimmer. So. Ja, du musst Feuer machen. Du bist ein kleiner Feuerwehrmann. Das sollte klappen. Ah, sieh, was ich erschuf. Ich machte Feuer. Da ist er wieder. Ah, ich sehe, sie haben Feuer gemacht. Gut, ich danke ihnen. Gern geschehen. Es ist zu dunkel hier. Ja, es gibt keinen Strom hier. Aber zurück zum Thema. Wissen Sie, mein Hund ist verschwunden. Und Sie wollen, dass ich Sie, ihn finde? Sie. Es war ein wirklich rätselhaftes Verschwinden. Wie das? Nun, sie war noch hier, als ich abends ins Bett ging. Und soweit ich weiß, kann sie keine Türen öffnen. Und trotzdem war sie gegen morgen verschwunden. Dann muss sie drinnen sein. Das dachte ich auch. Aber ich kann sie nirgendwo finden. Wenn Sie sie finden, würde ich alle Dokumente unterschreiben. Wir haben einen Deal, Sir. Ich beginne mit meinen Nachforschungen. Viel Glück, Junge. Okay. Ich habe so ein doofes Gefühl, dass der Hund schon gar nicht mehr am Leben ist. Okay. Dieses Hundebett riecht nach Pisse und Seife. Wie lecker. Mal dran lecken. Könnte wichtig sein. Ich frage Mr. Taylor danach. Ich will den Detektivarbeit leisten hier oder was denn?
ich bemerkte, dass das Hundebett riecht. Also irgendwie komisch riecht. Ja, wir hatten einen kleinen Unfall mit dem Stinktier gestern. Der Geruch. Ich schrubbte sie gut eine Stunde, um den Geruch loszuwerden. Viel Wasser und eine Menge Schandl. Das erklärt den Geruch. Ich bin sicher, das hilft. Ich schaue es mir an. Na, gehen wir hier rein. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Detektivarbeit leisten hier. Das ist ein Nullbiss, riecht seltsam ekelhaft. Ja, das hat man ja schon. Nichts Interessantes hier. Kreuzworträtsel. Ach, die Badewanne könnten wir uns mal anschauen. Vielleicht ist die noch wichtig. Nicht, dass ich die da drin... Nichts Interessantes hier. Hat vielleicht noch Streichhölzer? Nee. Ich dachte, vielleicht ist sie da hinten gefangen. Aber ich denke nicht. Hundefutter und Wasserschüsseln. Nichts Interessantes hier. Dann gehen wir jetzt mal hier ans Bad. Speichern. Okay, ich speichere den Fortschritt. Hier hat er wohl seinen Hund gewaschen. Er stinkt immer noch. Okay, lass mich nachdenken. Wenn der Hund schon so fies gestunken hat, wie würde er wohl jetzt riechen? Ich denke, ich könnte ihren Geruch verfolgen. Oh, es geht los, wird schon mäßig. Okay. Hier lang? Hier lang. Was war das da draußen? Was war das?